drei Augen haben wir ganz schön massiv geheizt, glaube ich, aus der Mannschaft. Christian, lass mal halt! Sascha! Wir nehmen alles zurück. Das war eine Forderung von dem Frau Weiß, dann ist auch okay, so wie er es recht. Man muss auch Gras machen. Sie hat sich damals gefunden, was einen eingekackt. Achso, bravo. Was war denn jetzt der kaputte, der gelbe? War der gelbe kaputt oder der andere? Der war kaputt.
Laufe heutigen Nacht ist es dazu gekommen, dass unbekannte Täter sich hier zur Filiale der Volksbank begeben haben und da versucht haben, einen Geldautomaten aufzusprengen. Durch die Sprengung ist hier erheblicher Sachschaden entstanden. Unter anderem kam es auch zu einer Brandentwicklung, die zunächst dann einmal durch die herbeigerufene Feuerwehr gelöscht werden musste. Abgesehen von diesen Brandschäden und auch Beschädigungen am Geldautomaten wurden auch erhebliche Gebäudeschäden verursacht. Inwieweit diese Schäden halt noch auch zur Beschädigung tragender Teile des Gebäudes geführt haben oder inwieweit da nur Beschädigungen von Glas und anderen Teilen herbeigeführt worden sind, kann ich derzeit noch nicht beurteilen. Die Täter konnten sich mit einem dunklen Kleinwagen, vermutlich ein BMW 1er, dann zurzeit noch unerkannt vom Tatort wieder entfernen. Beim Eintreffen hatten wir eine recht chaotische Lage, geprägt dadurch, dass die Feuerwehr halt noch mit Löscharbeiten befasst war. Andererseits aber auch dadurch, dass durch diese Sprengung wirklich überall Glas lag, überall beschädigte Gebäudeteile in Form von Türen, Fenstern etc. vor dem Gebäude lagen. Und erstmal die Lage sich langsam stabilisieren musste, was die Bearbeitung betraf. Die Fahndung nach dem PKW wurde schon eingeleitet. Wir haben auch, wenn auch schlecht erkennbares Videomaterial vom PKW vorliegen. Bezüglich der weiteren Bearbeitung haben wir die Kriminalpolizei verständigt, die auch die weiteren Ermittlungen noch im Laufe dieser Nacht übernehmen wird. Inwieweit da halt wirklich was erbeutet werden konnte, kann ich nicht abschließend bewerten. Ich habe den Eindruck, dass kein Geld erbeutet wurde.